Wer mit mir auf YouTube über Filme diskutieren will, dann ist es ganz einfach. Ihr müsst nur drei einfache Regeln beachten. Erstens, erwartet das Unerwartbare. Es kann durchaus sein, dass ein Film auf dem Papier grottenschlecht klingt, aber dann irgendwie doch unterhaltsam ist oder die Summe des Ganzen doch besser ist als die Einzelteile. Zweitens, guckt absolut keine anderen YouTube-Kanäle außer meinem, es sei denn, ihr müsst unbedingt. Ja. Gibt schon ein paar Sehenswerte da draußen. Und drittens, seid nett. Ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben, dass Roadhouse der allerbeste Film ist, der je gemacht wurde und dass ich den zu schlecht bewertet habe, aber seid nett. Ihr könnt sagen, dass Roadhouse der schlechteste Film ist, der je gemacht wurde und ich den zu gut bewertet habe, aber seid nett. Ihr könnt mir einfach in die Kommentare reinschreiben, hey Ingo, für den Algorithmus, aber seid nett. Und ihr könnt euch mit anderen in den Kommentaren darüber streiten, ob das jetzt ein guter, mittelmäßiger oder schlechter Film ist, aber seid nett. Hallo und willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm und einigen Kumpels, die ich auf YouTube dazu gewonnen habe. Einer davon ist Willi von Willis Videotreff, der letztens ein Video über den neuen Roadhouse gemacht hat. Siehe hier. Nun kann man ja von dieser Roadhouse-Neuauflage mit Jake Gyllenhaal halten, was man will. Ich kann nicht sagen, was ich davon halte, weil ich keinen Amazon-Account habe und den Film nicht gesehen habe. Jedenfalls, was ich sagen kann, ist, der hat mir wieder Bock gemacht auf den alten Roadhouse von 89 mit Patrick Swayze. Wenn Frauen in den 80ern Typen toll finden wollten, denen war aber Stallone oder Schwarzenegger zu muskelbepackt. Und denen war Götz-George zu prollig, auch wenn Schimanski eine echt coole Socke als Figur war und Spaß gemacht hat. Wenn denen Pierce Brosnan aus Remington Steel und damals noch nicht James Bond zu klebrig und zu geleckt war, für diese Frauen hat Mutter Natur Leute wie Patrick Swayze und Don Johnson erfunden. Gute Figur, sportlicher Typ, aber nicht sportlich im Sinne von viermal die Woche im Fitnessstudio und am Gewichte pumpen. Und ja, gestylte Haare, aber nicht zu gestylt. Also in den 80ern gab es ja das allerwildeste Zeug. Nein, also schon gestylt, aber zurückgehalten gestylt. Ja, coole Klamotten an, aber nicht zu verrückt und zu ausgeflippt und auch keine Schulterpolster, die bis hier gehen. Nein, einfach rundherum kernige Typen, die eine gewisse Coolness hatten, aber jetzt nicht so draufgesetzt und so künstlich und so möchte gern. Eher so diese Art, der würde mir beim Umzug helfen, wenn ich ihm dafür eine Pizza und ein 6er-Pack Bier spendiere. Cool. Nie war Patrick Swayze cooler als in dem hier. Nun kann man sich natürlich darüber streiten, war der vielleicht in Dirty Dancing auch cool? Ja, sicher. War der cool in Gefährliche Brandung? Ja, also einer, der mit seinem Charisma den Laden eines Filmes zusammenhält mit einer doch, ja, eigentlich recht bescheuerten Handlung. Na sicher kann man das als cool bezeichnen. War der cool im Fackeln im Sturm? Das war unter anderem sein großer Durchbruch in den USA. Ich glaube 84 oder 85 hatte der in Red Dawn gespielt mit einer Handvoll anderen Jungstars wie zum Beispiel Charlie Sheen und Jennifer Grey. Ja, der Jennifer Grey. Produziert und in Szene gesetzt von John Milius. Dem Typen alleine könnte man ganze Heerscharen von YouTube-Videos widmen. Und dann gab es eben Fackeln im Sturm. Wo der jetzt? Im amerikanischen Sezessionskrieg, die Tonnen von Haarspray her hatte, um diese Fukuhila-Matte zu bändigen. Unter anderem damit kam der groß auf das Radar der Öffentlichkeit. Dann gab es 87 natürlich den Mega-Hit Dirty Dancing und dann gab es 89 Roadhouse. Es gibt eine Folge von Family Guy, in der guckt Peter Griffin Roadhouse und ist so begeistert davon und ist dann der Meinung, dass alle Probleme auf dieser Welt sich mit einem ordentlichen Roundhouse-Kick lösen lassen und dann macht er in der ganzen Gegend rum und haut allen auf die Fratze oder tritt ihn in die Fratze und macht dann immer Roadhouse, wenn er dann da niederliegt. Auch ein anderes Thema für auch ein anderes Video. Was macht Patrick Swayze in diesem Film hier so cool? Ganz einfach, er ist der vermutlich beste Türsteher, den es in ganz Nordamerika gibt. Jeder weiß, wer dieser Dalton ist. So heißt Patrick Swayzes Figur in diesem Film, Dalton. Einer der Türsteher überhaupt, der jeden Laden in Schwung bringt und dann nicht einfach nur Türsteher ist, der das ganze Businessmodell auf neue Füße stellt. Also der Typ kann einfach alles. Und der Besitzer des Double Deuce, einer mehr oder weniger Kaschemme irgendwo in einem Vorort von Missouri, der sagt, in meinem Laden geht's drunter und drüber und dauernd werden Schlägereien angezettelt und ich brauche mal jemanden, der den Laden hier auf links dreht, damit ich nicht alle zwei Monate das Mobiliar komplett neu austauschen muss. Ich möchte Sie, Dalton, als den Typen und den Chef bei mir an der Tür. Also schmeißt Dalton hin, holt seinen Stylo Mercedes aus der Tiefgarage und braust los in irgendeinem Vorort von Kansas City. Dort angekommen, hält er dem dortigen Personal erstmal den Vortrag über seine drei Regeln. Erstens,
Expect the unexpected, wie heißt das übersetzt? Also erwartet das Unerwartete oder das Unerwartbare. Unterschätzt niemals euren Gegner. Zweitens, kloppt euch nicht hier im Club, es sei denn, es muss unbedingt sein. Wenn ihr euch kloppen wollt, dann bringt die ganze Sache raus. Und drittens, seid nett. Unter anderem davon nicht begeistert ist der Typ mit der aggressivsten Papier-Servietten-Zerreiß-Szene der Filmgeschichte. Was ist, wenn einer meine Mutter eine sowieso nennt? Und ne, der arbeitet auch nicht mehr lange da. Er schmeißt erstmal die Hälfte des Personals raus, weil die entweder ihren Job nicht drauf haben oder das falsche Temperament oder sich Kohle in die Tasche stecken oder alles davon. Riesenüberraschung. Es dauert ein paar Tage, dann läuft der Laden und dann ist der Rappel voll und da ist endlich mal Ordnung und es wird sich nicht alle paar Minuten auf die Fratze gehauen. Das passt aber wiederum dem reichen Oberbonzen dieses Kaffs nicht. Brad Wesley, gespielt von Hollywood-Legende Ben Gazzara, warum der sich diesen Film angetan hat, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich hat die Gage gestimmt. Der mag das Ganze nicht, denn der ist so der Obermafiosi dieses Ortes und greift von jedem auch noch so kleinsten Ladenbesitzer immer 10% des Umsatzes weg und hat das auch vor mit dem Double Deuce. Dazu arbeitet sein Neffe an der Bar, das ist der, der sich immer die Kohle einsteckt und dann von Dalton rausgeschmissen wird, der sagt, naja, das werden wir nicht auf uns sitzen lassen, denn das Ding ist, er kontrolliert die sämtlichen Alkoholbestände in der Gegend und er hat ein Auge darauf, welche Läden in der Gegend welche Alkohollieferungen bekommen. Und da er sagt, naja, aus Rache könnt ihr jetzt nicht mal euren Alkohol bei mir beziehen, sondern müsst ihn von weit, weit außerhalb kaufen für viel, viel mehr Geld. So versucht er dem eins reinzudrücken. Dieser Brad Wesley, der macht irgendwie, was er will. Offensichtlich gibt es in diesem Ort auch keine Polizei. Dieser Brad Wesley, der kann da im Grunde tun und lassen, was er will. Meistens lässt er es nicht, sondern er tut's. Man muss sich Verstärkung holen. Und welche Verstärkung ist stärker als die allerstärkste Verstärkung, die Stärke je gesehen hat? Sam Elliott alias Wade Garrett kommt in den Film. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Sam Elliott, der wurde schon mit 3-Tage-Bart und grauen Haaren und sonnengegerbter Haut geboren. Also, Wade Garrett, der vielleicht beste Türsteher, den die Menschheit je gesehen hat, der kommt seinem Miho, seinem alten Geschützen zur Hilfe und die beiden legen sich jetzt mit dem fiesen Fiesling an und werden ihn mal zeigen, was Türsteher so drauf haben. Werden Dalton und Garrett also in diesem Kaff aufräumen und werden sie dem Bösewicht zeigen, wo die Grenzen sind und werden sie das Double Deuce zu dem geilsten Laden machen, in dem man feiern kann? Und warum gab es eigentlich nicht mehr solche Filme, die so gerade heraus und so bekloppt und so wissentlich bescheuert sind wie Roadhouse? Es gab dann noch ein Direct-to-DVD-Fortsetzung mit Jonathan Schech als der erwachsene Sohn von Dalton. Und jetzt gab es eben die Neuauflage, Reboot, Requel, Sequel, Fortsetzung, Reimaging. Sucht euch irgendeinen Begriff aus mit Jake Gyllenhaal. Aber heute soll es ja um den hier gehen. Also Joel Silver hatte im Sinn, ich mache den erfolgreichsten Autokinofilm aller Zeiten. Warum er nicht einfach den erfolgreichsten Film aller Zeiten machen wollte, weiß ich nicht. Oder was das für eine erstrebenswerte Zielsetzung ist. Gerade weil Ende der 80er, Anfang der 90er die Autokinos mehr und mehr weggebröckelt sind und die Multiplexe immer mehr und mehr wurden. Tja, so richtig geklappt hat's nicht. Hat auch daran gelegen, dass der Film in einem Sommer rauskam, in dem haufenweise Zeugs rauskam, wie Ghostbusters 2 oder Zurück in die Zukunft 2 oder Indiana Jones 3 oder Batman oder noch 35 andere Filme, die ich jetzt vergessen habe, aber 89 war pickepacke voll mit Blockbustern. Der hat so okayes Geld an den Kinokassen reingespielt, aber nicht so richtig, wurde dann allerdings auf Video ein Renner und wurde im Dreivierteltakt in irgendwelchen Kabelfernsehkanälen gezeigt, hat sich im Laufe der Zeit also eine echte Kultstatus erspielen können. Und sei es nur aufgrund der Frisuren und sei es nur aufgrund von Patrick Swayze und sei es nur aufgrund von der coolen One-Liner, die hier im Minutentakt abgesondert werden. Also nehme ich mir die Ausgangssituation, das ist ein Türsteherfilm, dann könnte ich mir ungefähr ausrechnen, da stehen jetzt 90 Minuten lang Leute an der Tür. Das wäre natürlich als Film ein bisschen langweilig. Also muss das Ganze hier aufgebrezelt werden mit jede Menge Haarspray, jede Menge nackter Haut, jede Menge Kloppereien, wie es in Joel Silver Filmen ist und mit jeder Menge wirklich austrainierter Kampfsportler. In diesem Buch Born to be Bad Teil 2, ja, es gibt auch Born to be Bad Teil 1, habe ich auch im Schrank stehen, empfehlenswert, wenn ihr mal auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk seid oder nach einem Geburtstagsgeschenk für eure Kumpels und ihr einigermaßen fit in Englisch seid. Also das ist ein Buch pickepacke voll mit Interviews mit den Bösewichten so der letzten 20 Filmjahre. Da beschreibt Marshall Teague, das ist der Schauspieler, der ist ganz in den Jeanshemd und Jeanshose gekleidet und das ist der, der mit dem Billardkö und dann so macht, der am Ende den
Endbosskampf mit Patrick Swayze aus Ficht. Hier ein Foto vom Set. Der beschreibt, wie er die Rolle bekommen hat. Ganz einfach, er hat Mel Gibson in Lethal Weapon 2 Jahre vorher, auch produziert von Joel Silver, hat er so dieses Kampfsportgedöns beigebracht. Als Roadhouse dann gedreht wurde, bin ich zum Vorsprechen. Der Produzent hat sich an mich erinnert und hat gesagt, du hast die Rolle. Also, der musste nicht groß Zeilen vorlesen, der musste nicht groß Drehbuch vorlesen. Die Produzenten haben sich erinnert, ey, das ist doch der Typ aus. Ja, der kann kämpfen, den nehmen wir. Und das war's. Ich will jetzt hier nicht alles durchgehen, was hier drin steht, denn das würde das Video ein bisschen sprengen und würde auch am Sinn und Zweck einer Filmkritik ein bisschen vorbeigehen. Also, der ist mit dabei, ein gelernter Kampfsportler. Die meisten Kämpfe wurden choreografiert von Benny the Jet, der auch eine Mini-Nebenrolle hier in dem Film hat. Der ist mal kurz zu sehen. Ich empfehle sehr. Action Hunter hieß er, glaube ich, mit Jackie Chan. Also einer der geilsten Kämpfe in Sachen Kung-Fu, die man in den 80ern im Hongkong-Kino sehen konnte. Ansonsten sieht man hier zu 95% Patrick Swayze, der tatsächlich selbst kämpft. Dieser Schlusskampf, der hat sich erstreckt über einen Dreh von 5 Tagen. Danach musste Patrick Swayze einiges an Flüssigkeit aus dem Knie rausgesaugt werden, denn der war ja schon als Teenager im Grunde Sportinvalide, weil er nicht nur getanzt hat als Teenager, sondern weil er auch Football gespielt hat, hat sich dabei das Knie kaputt gemacht. Und es gibt ja diesen Sprung in Dirty Dancing, wo er da von der Bühne runter, pff, so. Und das hat er 10 oder 12 Mal gemacht, hat dann irgendwann dem Regisseur gesagt, ich habe noch einen Sprung in mir, der muss jetzt sitzen. Und da war das selber. Swayze hatte Probleme mit dem Knie. Und weil die Dreharbeiten hier so strapaziös waren, hat er sich gesagt, als nächstes will ich mal eine Rolle, die nichts mit Action zu tun hat. Und hat deswegen dann als nächstes gemacht Ghost, Nachricht von Sam. Ich glaube, der erfolgreichste Film des Jahres 1990. Und hat eben nicht die Rolle angenommen in Tango und Cash. Später im Jahr 89, die ging dann an Kurt Russell. Und hat auch nicht die Rolle angenommen in Predator 2. Die ging dann an Danny Glover. Außerdem ist es wohl der einzige Film, in dem man die Jeff Healey Band sieht. Jeff Healey, das ist der blinde Gitarrist, der die Gitarre auf eine ganz spezielle Weise spielt. Nämlich, er hat das Ding auf dem Schoß, der spielt die so quer. Kelly Lynch, so eine andere 80er-Ikone, die fällt hier auch durchs Bild und die darf sich dann in Patrick Swayze verlieben. Die ist verheiratet mit dem Autoren Mitch Glazer. Und Mitch Glazer und Bill Murray sind gute Kumpels, weil Mitch Glazer unter anderem Drehbuchautor war von Die Geister, die ich rief. Seitdem sind die befreundet. Und jedes Mal, wenn der Film irgendwo im Fernsehen wiederholt wird und Bill Murray gerade durch die Kanäle zappt und die Szene sieht, ruft er bei Mitch Glazer an und sagt, hey, ich guck gerade Fernsehen und Patrick Swayze knattert deine Frau. Es gibt diese Eröffnungsszene, wo der Besitzer des Double Deuce erstmal in die Großstadt fährt und sich dann anguckt, wie im Club richtig laufen kann und wie man da richtig Kohle machen kann. Da spielt auch eine Band auf der Bühne und der Sänger und der Gitarrenspieler dieser Band, das ist Tito. Ja, aus Tito und Tarantula. Und jeder, der From Dusk Till Dawn gesehen hat oder der Desperado gesehen hat, weiß, wer Tito und Tarantula sind. Ja, der hat hier auch seinen ersten Auftritt. Also, ich habe Jeff Healey und Hollywood-Legende Ben Gazzara und den absolut immer geilen Sam Elliott und den ultra coolen Patrick Swayze und Tito und Tarantula und Ex-Profi-Wrestler Terry Funk in einem Film. Welcher andere Film kann das von sich behaupten? Ja, richtig. Null. Warum der immer verlässliche Keith David hier einen Barkeeper spielt, aber nur einen Satz hat und der Rest seiner Rolle rausgeschnitten wurde, weil der Film eh schon zu lang war. Warum der professionelle Wrestler Terry Funk hier mitspielt, weil er auch schon in Over the Top so schön schmierig war und die Produzenten haben ihm wohl gesagt, du spielst dieselbe Rolle einfach nochmal. Warum Dorton dieses Tai Chi oder Schattenboxen oder was der da auch immer macht, warum der das verschwitzt am Fluss macht, wo der wahrscheinlich von Moskitos kaputtgestochen wird, anstatt in seiner Scheune, wo er seine Ruhe hat, weiß ich nicht, weil es die 80er sind und weil es cool aussieht. Warum der Dicke mit den Hosenträgern völlig panisch auf diesen ausgestopften Eisbär schießt? Ja, man weiß es nicht. Weil es die 80er waren. Warum es in diesem Kaff offensichtlich überhaupt nicht sowas wie Ordnungshüter gibt? Ganz einfach, weil es kein Türsteherfilm ist im eigentlichen Sinne. Türsteherfilm im eigentlichen Sinne ist auch schon ein mutiger Satz von mir. Nein, das Ganze ist hier ein Western. Also ich meine, alle Nase lang haben die Leute hier Cowboyhüte auf. Das ist wie der Fremde ohne Namen, der reitet in diese Stadt und dann räumt er da mal richtig auf, weil der Sheriff sowieso nichts kann. Und dann reitet er wieder aus der Stadt. Dann alle sagen, oh, erinnert ihr euch noch an diesen Fremden ohne Namen, der damals hier aufgeräumt hat? So, das ist ein Western, nicht mehr und nicht weniger. Aber statt Colts gibt es hier eben Fäuste und Tritte und statt Pferde gibt es hier eben Motorräder und schnieke Autos und statt Saloonschlägerei gibt es hier Tanzbar Rockerkneipenschlägerei. Warum offenbar in diesem Universum jeden Türsteher kennt und noch bevor Patrick Swayze
zu irgendjemand irgendeinen Satz gesagt hat oder sich irgendjemand vorgestellt hat, sofort alle, hey, das ist Dalton, ich hab mal gehört, der hat einem Typen den Kehlkopf rausgerissen und boah, der kann Karate und so. Weiß ich nicht. Gibt's eine inoffizielle Türsteher-Weltmeisterschaft? Ich hab's nicht mitbekommen. Aber mal wieder. Einfach, weil es die 80er sind. Warum Joel Silver im Sinn hatte, den größten Autokinofilm aller Zeiten zu machen? Oh, ganz einfach, weil es Joel Silver ist. Warum sich Patrick Swayze hier die Narbe zunäht, so wie ein schlechter Rambo-Abklatsch? Weil es Patrick Swayze ist und weil er es kann. Und weil es die 80er waren. Wenn ihr mal ein lustiges Trinkspiel machen wollt, aber Warnung, wenn ihr das mit einem deftigen Alkoholiker spielt, dann seid ihr schon nach der Hälfte des Films ziemlich Knülle. Nehmt jedes Mal ein Schlückchen eures Lieblingsgetränkes, wenn etwas explodiert, oder Patrick Swayze eine Zigarette raucht, oder Patrick Swayze irgendwo ohne Oberteil rumspringt, oder Patrick Swayze etwas vermeintlich großartig Philosophisches von sich gibt, denn ja, seine Filmfigur Dalton hat Philosophie studiert an der New Yorker Universität, wenn ein Glas zerbricht oder eine Glasflasche zerbricht, und jedes Mal, wenn ihr euch fragt, wie viel Dosen Haarspray eigentlich für Patrick Swayzes Frise draufgegangen sind. Und noch ein cooles Detail, das den Coolness-Faktor absolut erhöht, mal wieder. Ich hatte es in einem meiner letzten Videos schon erwähnt. Die deutsche Synchronstimme von Patrick Swayze ist Ulrich Gressiker, einer der coolsten Synchronsprecher, die wir hatten. Leider ebenso wie Patrick Swayze, viel zu früh von uns gegangen. Also das sind so die zwei Swayze-Rollen, die man im Kopf hat, wenn es um den Schauspieler geht. Das ist entweder, die Frauen erinnern sich wahrscheinlich als allererstes an Dirty Dancing und die Kerle erinnern sich wahrscheinlich an allererstes an Roadhouse. Davon abgesehen, dass der Typ über 60 Auftritte in Film und Fernsehen hatte, gelernter, richtig, richtig guter Tänzer war, auch teilweise Theater gespielt hat und so weiter. Das fällt alles leider in der Rückbetrachtung hinten ein bisschen runter. Nee, der wird meistens runtergedampft auf diese zwei Rollen, was er nicht verdient hat. Denn selbst aus kleinen Parts, wie beispielsweise in Donnie Darko, hat er ja noch richtig was... In Donnie Darko hat er gespielt mit Jake Gyllenhaal, fällt mir gerade ein. Dieser Film ist alles Mögliche. Der ist voll mit Klischees, der ist voll mit möchtegern coolen One-Linern, der ist voll mit völlig überzeichneten, bescheuerten, übertriebenen Figuren, der trieft von 80er Jahre möchtegern Coolness-Soße und der ist schon von der Ausgangssituation ist der sowas von bescheuert, also den darf man nicht ernst nehmen. Man muss wissen, worauf man sich einlässt, wenn man diesen Film guckt. Aber dieser Film ist alles Mögliche, aber eine Sache ist er nie. Langweilig. Für Roadhouse gibt es unterm Strich 2,5 von 5 Türen. Und eine eingeschränkte Guckempfehlung für Freunde von so 80er Jahre Quark. Muss man nicht gucken, aber kann man. Und wenn man den guckt, dann hat man Spaß dabei und man wird unterhalten. Hoch und heilig versprochen. Wie ist es mit euch? Fandet ihr den blöd? Fandet ihr den geil? Fandet ihr den irgendwas dazwischen? Wie habt ihr jetzt von dem Neuen mitbekommen? Habt ihr davon was mitbekommen? Habt ihr den Neuen gesehen, diese Neuauflage mit Jake Gyllenhaal? Habt ihr vielleicht mal diese Direct-to-DVD-Fortsetzung gesehen, von der ich nie was gesehen oder gehört habe? Wie findet ihr den Film? Wie findet ihr Patrick Swayze? Wie findet ihr Joel Silver? Wie... Ach, ihr wisst schon, ich mache hier die YouTube-Sache. Haut in die Tasten, lasst krachen für den Algorithmus, ist gut für mich, ist gut für meinen Kanal, ist gut für Leute, die meinen Kanal noch nicht kennen, denn so entdecken die ihn vielleicht, wenn er dann bei denen auf die Startseite gespült wird. Vielen Dank im Voraus. Viel Spaß beim Gucken von Roadhouse, welcher Version auch immer. Vielen Dank fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal.